Ich schmeiß die Glotze an, doch finde kein Programm, das mir entspricht. Werbung zwischen schlechten Filmen und dafür zahle ich auch noch Giss. Auf jedem Kanal läuft nur noch Mist, unsere Gesellschaft verblödet. Wo sind die Helden meiner Jugend? Für mich war Fernsehen das Größte. Ich kenn jede Serie der 90er, hab keine verpasst. Egal ob David der Kabouter, Blinky Bill oder die Mighty Ducks, Pinocchio, Pumuckl, der Pinky und der Brain. Heute gibt es davon nichts mehr, nur noch Biggie und den Dane. Sag mal, kannst du dich erinnern an Biene Meier und an Scooby-Doo, an Alvin und die Chipmunks, an Bugs Bunny und die Lou? Unituns an DuckTales. Nichts war so spannend wie die Abenteuer von Captain Baloo. Ich wollte reisen wie Pfeifel um die Welt wie Willy Fox, so viel erleben wie Dorothy in der Zauberer von Ost. Böse Geister bekämpfen wie die Ghostbusters. So schnell laufen wie Speedy Gonzales, so schnell laufen wie der Roadrunner. Meistens war ich viel zu lange wach, die ganze Nacht, erst Tag wie ein Duck. Und danach die Wiederholung von Alfred Rokos Quark. Am nächsten Tag dann in der Schule geschlafen. Ich frag mich, ob meine Kinder auch mal so eine Jugend wie ich haben. Denn ich wollte fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen. Komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten. Fliegen wie Iron Man, schießen wie Robin Hood, stark sein wie Popeye und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen. Hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten. Tim und Struppi war eine Serie, die man lieben muss, so wie Tom und Jerry, Hero Turtles oder Geschichten aus der Gruft. Es war eine schöne Zeit und diese kommt nicht wieder. Frag doch deine Freundin, denn sie erinnert sich bestimmt noch an Mila, an Bibi Blocksberg, Ariel, bei Heidi bin ich mir sicher, an Scheherazade, Hani und Nani, Calimero und Priscilla, Max und Moritz, auch sie haben zur Jugend gehört. Ich war ein riesiger Fan von He-Man und dem Masters of the Universe, Spider-Man mit Peter Parker, Disneys große Pause, wo die Woodpecker, die Bieber-Brüder, Flipper und Lopaka. Da gab's ist nur gut, er wollte an dem Platz des Kalifen, da gab's die Glücksbärchis. Oder als die Tiere den Wald verließen, Verdi die Ameise brachte mich damals zum Grinsen, genauso wie Pengo, Timon und Pumba und vor allem die Simpsons. Meine Schwester mochte Mowgli nicht, ohne Witz, doch waren wir uns nicht einig, lief am Ende einfach Asterix und Obelix. Fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen, komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten. Fliegen wie Iron Man, schießen wie Robin Hood, stark sein wie Popeye und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen, hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten. Mittlerweile hat sich alles verändert. Wo ist Simba, der pinke Panther? Wo ist Garfield? Wo sind Vicky und die starken Männer? Chip und Chap, die Ritter des Rechts, Dragon Ball Z, die kleine Pippi, Sailor Moon. Wo ist Inspector Gadget? Benjamin Blümchen, die Schlümpfe in einem Land vor unserer Zeit. Z wie Zorro, alter Sancho und Pancho hatten so Style wie Nils Holgersson, Superman. Und ich sag danke für Batman und Robin, Fred Feuerstein und die Gummibärenbande, die Ba-Ba-Ba-Bas, die blaue Elise, Susi und Strolchi, die Kickers und eine fröhliche Familie. Ich schreib diesen Track, um euch nie zu vergessen. Und wenn ich heute an euch denk, bringe mich noch immer zum Lächeln. Ich finde Family geil und Drawn Together echt geil. Doch nicht wie der Traumstein, denn ich saß wie gefesselt daheim. Und nein, diese Serie, ich vergesse sicherlich nie. Im Gegenteil, ich kenn sogar noch deren Titelmelodie. Und die ging schöner als ein Traum, schweben durch den Raum der Illusionen, dorthin, wo Träume wohnen.